Hallo und herzlich willkommen zu Part 2 der Korsett-Challenge. Ich trage jetzt regelmäßig mein Korsett, auf der Arbeit vor allem und hier auch mit zum Shooting. Da haben wir es aber noch nicht ganz geschlossen, das ist schon ein paar Tage her, aber inzwischen, da ich es regelmäßig trage, kann ich es auch schließen. Das kann manchmal ein bisschen anstrengend sein, weil es ja doch sehr stramm sitzt. Aber ich denke, so langsam gewöhnt man sich dran und es macht auch echt Spaß. Leider musste ich auch mal ein paar Tage unterbrechen wegen Krankheit, aber jetzt klappt es alles wieder super und ich bin gespannt auf mein nächstes Korsett. Zurzeit trägt das allerdings meine Kollegin Probe. Ich finde das nämlich auch super cool. Und ja, deswegen werde ich das jetzt hier noch ein bisschen länger tragen. Auch wenn es schon geschlossen ist, da werde ich euch nochmal Fotos von zeigen. Und ich hoffe, es wird jetzt auch bald wärmer, dass man das auch über den Klamotten tragen kann, weil es ist ja viel zu schade, es ist immer nur zu verstecken. Auch hier zu der Maske passt das echt super. Schreibt mir doch gerne mal hier in den Kommentaren oder auf Facebook, Instagram, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, was euch besonders interessiert zum Korsett oder generell. Da bin ich gespannt auf eure Meinung. Ja, ansonsten werde ich euch natürlich mitnehmen auf der Reise zum nächsten Korsett. So, hier das Korsett nochmal direkt auf der Haut liegend. Da ist es jetzt schon so ziemlich geschlossen. Es ist immer schwierig, das alleine richtig zuzukriegen. Aber irgendwie geht das schon, ne? Ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!